So, und jetzt kommen wir mal zu dem, was ich so entsetzlich gefunden habe in der Zeitung. Okay? Im ersten Teil hagelt es, was für Schandtaten der Mensch auf der Welt so hegt. Ein Hoch auf den Voyeurismus, den er seit täglich aufs Neue gepflegt. Man von Gewalt und Terror besonders hervorgehoben hier immerzu liest, somit ist dann eines jeden friedlichen Stimmung endgültig vermisst. Es also längst blitzt und donnert und überall ordentlich kracht, erhebe ich innerlich, erbebe ich innerlich. Natürlich erhebe wir auch nicht schlecht, damit man das aushält. Also gut, noch einmal zum Text. Erbebe ich innerlich, weil der Mensch noch nicht aufgewacht. Aber das habe ich eh schon gesagt. Also hier wird man wirklich abgedruckt, unfassbar. Man kann ja schon fast menschenunfreundlich werden, wenn man sieht, wie furchtbare Dinge die anstellen. Und wie blöd sie immer noch Krieg spielen um irgendwelche Sachen. Und ich denke mir, das geht jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel Zivilisationen und Kulturen und Zeitalter fort und fort und fort, als ob wir gar nicht intelligent wären, uns zu entwickeln. Und es ist beschämend. Es ist echt beschämend, Mensch zu sein, ein Teil dessen und es zu sehen. Und man fragt sich, was kann man tun? Was kann man tun, um dies zu ändern? Gut, nächstes. Also, und ich erkläre euch ja schon so Gedankengänge von einem Depressionskranken, weil das sind meistens sehr sensible Menschen oder Menschen, die auch einen hohen Intellekt haben im Atemfall. Wie gesagt, die erkranken daran, was sie erkennen müssen und es weder mit Verstand noch Herz mehr einen können und das so abstrakt wird, dass sie sich nur aus der Welt ziehen können. Also in ihrem Denken, ja? In ihrem Denken. Aber es gibt andere Wege, bitte, das möchte ich auch sagen, bevor ihr das Buch kaufen müsst, um es zu erfahren. Es gibt Wege, okay? Gut, bis zum nächsten Video.